sagen Sie, warten Sie schon lange? Schon eine geschlagene Viertelstunde. Es ist unglaublich. Da vorne läuft überhaupt niemand. Das ist so blöd. Jetzt wollte ich mich nur schnell anmelden. Jetzt bin ich neu in die Gemeinde gezögert und jetzt so etwas. Also das kann ja wohl nicht. Da habt ihr ein gutes Bild von eurer neuen Gemeinde. Das ist, läuft immer so. Das letzte Mal bin ich eine geschlagene Stunde für Abfallmarken da gestanden. Ja, super. Sie sagen es. Machen wir vorwärts. Das ist eine ungeheure Frechheit. Die Nacht abtanzen, am Tag nichts machen und für das zahlen wir noch Steuern. Recht haben Sie. Mann, ich sollte arbeiten. Jetzt Gott vertelle ich noch einmal, jetzt habe ich genug. Jetzt will ich endlich meine Baubewilligung. Was meinen Sie eigentlich? Regen Sie sich ab. Cool down. Sie sind doch nicht zu Gossau. Nicht zu Gossau. Oh, ganz easy, gute Frau. Was meinen Sie eigentlich? Wir sind hier nicht zu Gossau. Geht's eigentlich noch? Jetzt und das verlängern, wir sind doch hier nicht zu Gossau. Hä? Was soll das heißen? Wir sind hier nicht zu Gossau. Gossau. Ich sag's Ihnen, die Gemeinde sollten Sie mal sehen. Freundlich einladen. Und die Räume, die sie dort auf der Gemeinde haben, gross, hell, mit riesengroßen Fenstern und immer wieder kunstvolle Ecken. Ich meine, luftig, kreativ, da hast du gar nicht das Gefühl, sei auf einer Verwaltung. Und überall hat es Pflanzen und Blumen. Das verbessert nicht nur das Raumklima, sondern auch noch das Arbeitsklima. Ich sage es Ihnen, das färbt ab. Junge, aufgestellte Leute, modernste PCs, coole Büros und Einrichtungen. Alles picobello. So macht das Arbeiten einfach Spass. Die Leute hinter dem Schalter müssen nicht lange suchen, wenn sie mal schnell einen neuen Pass ausstellen wollen. Oder dem Fido von der Frau Meier eine neue Hundemarke anhängen willst. Dann weisst du, wo suchen. Findest du es dann eben auch. So kommen die Leute mega schnell an alle Informationen und müssen darum nicht lange warten. Und das Beste ist, die Kunden können alle Dienstleistungen auch noch gerade mit Kredit und Bankkärtli zahlen. Ruckzuck und weg. Aber das heisst im Fall nicht, dass die jetzt Gossau ihre Kunden möglichst schnell raus haben wollen, gell Sie? Nein, im Gegenteil. Bei ihnen wird Beratung und Kundenkontakt in allen Abteilungen grossgeschrieben. Also ich weiss von einem Kollegen, der dort arbeitet. Der glücklich. Er arbeitet in der Steuerabteilung, der hat im Fall so einen genialen Job. Zu ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen kommen die Menschen, die sich beraten lassen wollen. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Also dort hat es so einen Schalter. Ja, so richtig einen zum Auftun. Man wird so herzlich empfangen. Dort kommen die Kunden und die Leute nehmen sich so richtig Zeit für sie. Mit ihnen zu reden, ihnen zuzuhören und sie zu beraten. Ich frage sie, wo gibt es das sonst noch? Beratung und Kundennähe in einer so freundlichen Atmosphäre. Natürlich gibt es auch Spezialfälle, wo die Beratung am Schalter nicht mehr langt. Aber das ist auch kein Problem. Für das gibt es nämlich noch das Beratungszimmer vom Steuersekretär. Auch der nimmt sich Zeit, wenn jemand mit ganz besonderen Anliegen kommt. Diskret und kompetent. Ich meine, Steuern zahlt ja wirklich niemand gern. Aber so eine persönliche Beratung und Hilfe in Gossau, das ist sowieso einfach unbezahlbar. Gossau ist einfach genial, da zieht man nicht mehr so schnell weg. Sie schauen, dass es ihm gut geht. Es ist sehr familienfreundlich dort. Es hat genügend Schulen, Kindergärten, sogar eine eigene Body hat es dort. Also ich habe mir auch schon viel überlegt, da hinzuziehen. Vielleicht sogar ein eigenes Häuschen bauen. Also die Pläne hätte ich schon beieinander. Ich wüsste genau, wie mein Häuschen aussehen müsste. Ist vielleicht ein bisschen gesponnen, meine Idee. Aber die von der Bauabteilung würden mir sicher zuhören, mich beraten und sagen, was geht und was nicht. Und mir auch gewisse Auflagen sagen. Also ich hätte gerne natürlich ein farbiges Haus. Nicht so grau wie grau. Und auch da zeigt mir Gossau die ganze Palette an Möglichkeiten. Du hast wirklich gleich alles zusammen, was es für eine Baubewilligung braucht. Und schon bald kannst du in deinem neuen Häuschen einziehen. Kein langes Prozedere mehr. Eigentlich wäre ich schon lange gerne nach Gossau gezogen. Wie sicher meine Kolleginnen auch. Hey, wartet auf mich!
Gossau Zürich eben wahnsinnig anziehend. Übrigens gibt es die kompetente und freundliche Beratung auch auf der Finanzabteilung, auf der Sozialabteilung und in der Kanzlei. So, jetzt muss ich aber wirklich.